Sebastian Simmert, wir beide sitzen gerne öfter mal nach Feierabend zusammen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Und was machen wir so, wenn wir so zusammensitzen? Wir entwickeln Spielkonzepte und haben ein neues Spiel erfunden, das heißt Barkitect. Ja, fast richtig. Leider haben wir uns das geklaut. Aber es kennt auch nicht so viele Leute, deswegen könnten wir mit diesem genialen Masterplan durchkommen. Ja. Toll. Jetzt also ich habe es ja noch nicht gesehen. Ist es Theme Park oder ist es... Also es heißt... Rollercoaster Tycoon. Es ist eher... Mann, bist du gut. Das ist eigentlich eine perfekte Kombination. Weil, also, wir fangen mal von vorne an, weil Okay. Wir gucken uns heute Parkitate an. Wie man sieht, ist das in der Pre-Alpha. Pre-Alpha bedeutet, dieses Spiel ist noch nicht mal in der Beta, ist also noch nicht veröffentlicht. Warum haben wir das? Wir haben es, weil dies ein Kickstarter-Projekt war, das im letzten Jahr, ich glaube September 2014, gestartet wurde von drei Kanadiern. Diese drei Kanadier sind sehr sympathische Menschen, sind tätowiert, haben Bärte und sind sehr lustig. Also, die machen einfach Spaß als Menschen. Und die haben sich gesagt, irgendwie gibt es gar nicht mehr so richtig viele gute Aufbau-Freizeitpark-Simulationen. Nicht so vieles. Also machen wir einfach selber eine. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns unterstützen. Wir brauchen $50.000. Sie haben 64.000 gekriegt und 15 davon sind von mir. $15.000 sind von mir. 15.000 sind von mir. Und deswegen haben wir jetzt diese Pre-Alpha 3. Verstehe. Ich glaube aber, die können jetzt fast alle spielen. Also es ist jetzt nicht mehr so exklusiv. Einfach mal gucken. Ihr könnt auch noch jederzeit Geld draufschmeißen, aber das werde ich hier nochmal sagen. Pre-Alpha, nur nochmal vorneweg, hier ist noch nichts final. Wir starten einfach mal einen neuen Park. Und ich Was haben die sonst gemacht? Ja, nix. Ah ja, cool. Also zumindest dieses Studio in der Form, wir haben, glaube ich, noch nichts, was man irgendwie kennen könnte, gemacht. Aber wir leben in einer Zeit, in der auch so als kleiner Indie-Entwickler alles möglich ist. Mit drei Leuten so ein Spiel zu entwickeln, geh mal 10 Jahre zurück. Ja, es sieht aus, und da komme ich jetzt auf deine Ausgangsfrage zurück, ist es mehr Rollercoaster Tycoon oder mehr Theme Park? Irgendwie ist es eine Mischung. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie du das findest. Diese Mischung, ich werde einfach mal ein kleines bisschen drauf loslegen, weil im Kern spielt sich das so, als würde man das schon kennen und alles auch irgendwie schon mal gespielt haben. Also wir haben diesen Park, der ist relativ groß, ich kann den mal zeigen, wir können auch hier direkt in so eine, so eine Perspektive, das ist ja auch cool, umschwenken. Wir sehen aber gleich hier unten, ne, da sind noch allerhand Fehler mit. Dieser Park ist aber schon groß. So, ja, also aber da ging mehr. Da, sicher, da geht bestimmt immer noch mehr, aber ich finde, das ist schon eine ordentliche Fläche. Zumal, wenn wir mal wirklich nah ranzoomen, wir können die einzelnen Blümchen sehen. Das finde ich ist schon mal ein ganz nettes Ding. Über den Look können wir sicherlich gleich noch ein bisschen reden. Ansonsten ganz kurz zu den Grundzügen. Wir haben hier unten links unsere Bedienelemente. Zum einen haben wir natürlich hier unsere Attraktionen, komme ich gleich noch mal ein Stück drauf zurück. Dann gibt es auch die Shops, die man natürlich braucht, um seinen Park zu bewirten. Dann Bubble Tea, aber das ist schon ganz modern. Du wirst gleich sehen, was da alles abgeht. Wir haben da natürlich unsere Einrichtungsgegenstände, hätte ich fast gesagt, also Bäume, Hecken, Blumen, was man so setzen kann, und natürlich für die Wege unsere Bänke, unsere Mülltonnen. Ich sehe, worauf es hinausläuft. Also es ist, du hast schon Befürchtung, nicht wahr? Und natürlich unsere Wege, da gibt es im Moment drei Varianten, komme ich gleich nochmal zu, ein bisschen Terrain verform ist französisch. Terrain verform. Können wir natürlich auch noch. Ja. Das heißt, hey, es ist auch noch SimCity dabei. Kleine Bergchen machen mit Wasser drin. Und jetzt. Ja, aber kann, das ist, wie gesagt. Kostet aber nichts, mach ruhig. Wir können auch alles unter Wasser setzen, das ist aber, glaube ich, noch nicht so schlau. Ja. Das sind die Grundzüge. Ja. Ich würde sagen, ich baue erstmal ganz stupide drauf los. Ein Karussell. Das funktioniert so, wie man, also jeder, der wirklich nur im Ansatz im City gespielt hat, Rollercoaster, Theme Park, Age of Empires reicht wahrscheinlich auch noch, der wird sich hier gleich zurechtfinden. Also wir bauen die Attraktion, Eingang, Ausgang. Wie immer. Den Eingang. Mit Testing und... Genau, öffnen. Verbinden. Das ist im Kern alles. Dann können wir das Ding testen. Ist jetzt beim Karussell nicht. Wer testet denn? Wir haben ja gar keinen eingestellt bisher. Bisher haben wir noch keinen eingestellt, aber das ist das alles automatisiert. Wir sehen das alles im Moment erstmal so. Können wir auch noch Geld für nehmen, Dollar, aber es passt erstmal. Unser Park ist schon offen. Ich baue noch mal kurz eine zweite Attraktion. So eine Enterprise. So eine Star Trek Enterprise zum Beispiel. Setzen wir mal direkt hier nochmal hin. Machen wir auch mal gleich auf. $3 ist auch schon mal eine Ansage. So. Auf $47. Soweit erstmal alles bekannt. Jetzt kommt der erste Gnupsi.
können wir mal direkt zeigen. Hallo. Ich bin der Kenny. Können übrigens so in 90 Grad winkeln. Sind das 90 Grad? Ja, 90 Grad Winkel hin und her wandern und uns den Park dann angucken. Wir können die Leute uns angucken. Ja. Das ist soweit erstmal alles bekannt. Die Leute sind nach Glücklichkeit. Das ist okay. Müdigkeit, Hungerdurst, Toiletten, bla bla bla. Was sind eigentlich das? Ist das Aufregung? Oder ist es Übelkeit, ist das, ne? Also mit, ja. Vielleicht ist es einfach seekrank. Ich glaube, es ist Seekrankheit. Das ist erstmal so die Grundzüge. Stehen schon zwei Leute bei der Enterprise an. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. So, jetzt wird es aber interessant. Wir haben hier oben links drei Icons. Wir haben hier noch dieses Rad. Dieses Rad ist erstmal unser Parkfaktor, also wie gut wir ankommen. Das wird im Moment monatlich geregelt, genauso wie auch hier diese finanzielle Geldanzeige, wie man im Fachjargon auch sagt. Wir haben hier unten unser Gesamtkapital. Darüber ist das, was wir monatlich quasi einnehmen. Das wird auch immer sehr schön aufgeschlüsselt. Hier oben dann einmal unsere Parkstatistik. Hier können wir quasi Leute reinlassen und den Parkpreis festlegen. Im Moment finde ich 2 Dollar fair. Hier sehen wir auch nochmal den Kram und so ein bisschen Statistiken. So, und jetzt kommt das, und da erinnert es mich so ein bisschen an Rollercoaster Tycoon, nur noch eine Nummer härter. Wir bauen jetzt zum Beispiel mal einen Burgerstand. Ja. Finde ich legitim, kann man mal machen. So, wir bauen den und wir sehen sofort, da oben kommt dieses durchgestrichene Kästchen. Dieses durchgestrichene Kästchen ist die Ware, denn ein Burger wird nicht als Burger direkt geliefert oder ist sofort drin, sondern ein Burger besteht aus vielen Komponenten. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegen wir die da hin? Wir brauchen die ultimative Simulation. Das wird wirklich interessant. So, jetzt haben wir diese, weil du schon sagtest, wir haben gar keinen eingestellt. Klar, es gibt erstmal die Mechaniker, die gucken, dass die Dinger nicht explodieren. Wir haben unseren Sicherheitsdienst, Ralf Braun, der rumläuft und Leute rausschmeißt, wenn die Sachen vollkotzen, beziehungsweise wenn sie... Und wir haben auch unsere Workmen, also unsere Arbeiter. Und die, und das kannst du dir jetzt schon denken, sind dafür zuständig, dass sie die Sachen, diese Geschäfte zu beliefern. Hier unten bringen die hier oben hin. Kannst du dir schon vorstellen... Kann man einen Lieferwareneingang bauen und einen anderen Weg an? Im Moment, ja, also du kannst tatsächlich Lieferwege ansetzen. Also du kannst hier Wege für deine Bediensteten ansetzen. Ja, das ist sehr gut. Aber also, unterirdisch, die soll keiner sehen. Genau, unterirdisch können wir auch gleich mal machen. Tatsächlich, das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte. Aber im Kern funktioniert im Moment dieses, wir beliefern diesen Laden damit, dass ich hier Leute einstelle. Und der bringt dann, der kann natürlich auch im Moment nur eine einzige Sache hinbringen. Käse. Gemüse. So, und dann kannst du dir vorstellen, es ist nicht verkehrt, gleich ein paar mehr einzustellen, weil nur Burger ist natürlich auch scheiße, okay, weil richtiger Burger, Bubble Tea, muss natürlich sein. So, also, siehst du schon, auch der muss erstmal beliefert werden. Ja, und die Leute stehen immer noch an, obwohl das Karussell überhaupt nicht voll ist. Nee, das ist eine Runde ohne gefahren. Wir müssten da quasi einstellen, dass der Warten, in die Warten geht auch noch nicht. Du musst quasi Du musst erstmal den Shop schließen. Einstellen. So, da. Wir können hier einstellen, wie lange er warten soll. Es geht aber noch nicht diese Komfortfunktion. Die gibt es noch nicht, dass du sagen kannst, okay, du wartest so lange, bis du halb voll ist oder dreiviertel voll ist, sondern im Moment sind es wirklich nur so diese Sekundenanzeigen. Pre-Alpha, ich denke, das kommt noch. So. Grundsätzliche Frage, findet man diese Art von Micromanagement gut oder nicht gut? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ne, okay, das sollte man übrigens auch sofort bauen, wir möchten jetzt hier so eine kleine Verköstigungshalle bauen. Wo ist denn jetzt Kettenkarussell? Haben wir nicht. Wo ist denn jetzt hier der Looping? Die Achterbahn haben wir nicht. Ja, aber Gott sei Dank haben wir diese Information. Dazu kommen jetzt natürlich dann noch so Sachen, man braucht natürlich Toilettenhäuschen. So, machen wir gleich mal 2. Und was natürlich auch nicht schaden kann, ist so ein Regenschirmshop. Muss alles beliefert werden. Der hat natürlich keine Regenschirme, der Regenschirmshop. Der muss erst beliefert werden. Der muss erst beliefert werden. Und das ist eine Sache, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob sie da auf dem richtigen Weg sind. Oder also die Enterprise ist natürlich auch gleich kaputt. Aber wir haben ja unseren Brown, der da, hieß er, ne? Nee, Williams. Roberta Williams. Ja, die machen noch wieder sauber, aber was sie sauber machen müssen, das muss man natürlich auch definieren. Das heißt, wir setzen noch mal eben ein paar Bänke, was ganz cool ist. Wir können die einzeln setzen oder wenn wir Umschalt gedrückt halten, nee, doppelt. Das ist aber mal ein richtiger Vorteil. Wobei bei Rollercoaster Tycoon gab es immer gleich Doppelbänke. Aber so könnte man zum Beispiel sagen, man möchte hier eine Bank und hier noch einen Mülleimer. Ja, siehst du. Also das ist schon noch was anderes. Bietet schon mal noch ein paar mehr Möglichkeiten. Eine Sache, die du ja auch schon angesprochen hast, wir wollen unterirdisch bauen, ist ja immer knifflig. Weil unterirdisch bauen erfordert, dass man da auch hingucken kann. So. Ich sag U5 hier, Berlin. U5 Berlin, da bauen sie und wissen gar nicht, wo sie hinkommen. Die Frage ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier direkt runterbauen möchte, das ist nicht ganz so einfach. Ich habe noch nicht so richtig raus... Ein
Ja, das Grundding ist jetzt, also ich weiß noch nicht so ganz, wie ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ich möchte direkt von hier, keine Ahnung, den Weg nach unten haben, weil ich hier den Cursor nicht setzen kann. Das heißt, ich muss einmal setzen und dann siehst du diesen Pfeil. Ja. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen so und so und dann vielleicht einfach mal so bauen. Also, ein Karussell hat noch gar keinen Wasseranschluss. Ja, das da natürlich, du bist noch, also ja, hast du eigentlich recht. Ärgerlich. So, und dann kommen wir hier raus. So. Und dann können wir den hier theoretisch auch so lang ziehen. So, diese Wege werden auch tatsächlich nur von den Bediensteten benutzt. Das heißt, wenn man jetzt hier, keine Ahnung, irgendwie was hätte, dann wäre das kürzer. Also das ist erstmal so eine Grundmechanik, die sich deutlich unterscheidet von all den anderen Spielen. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich finde es tendenziell erstmal nicht schlecht. Aber man muss mal gucken, wie sich das mit der Parkgröße verändert. Weil wenn ich hier plötzlich 300, 400 Leute rumlaufen habe und verschiedene Bereiche habe, im Moment müsste ich tatsächlich, weil die einzige Möglichkeit, das zu regulieren, ob die auch beliefert werden, ist einfach mehr Leute einzustellen. Ich wette, du kannst irgendwann einen Abteilmanager einstellen, der für dich bestimmte Areale im Park managt. Das wäre eigentlich ganz cool, ne? Weil das ist eine Sache, die mir auch im Moment echt abgeht, beziehungsweise die mir sehr fehlt, dass ich zum Beispiel auch sagen kann, hier Karl-Heinz, hier der Weg ist erneut voll gekotzt. Bitte, Susan, bitte nur diesen Bereich saubern. Gibt's im Moment halt noch nicht. Ich habe noch nicht diese Funktion. Ich kann die halt aufnehmen, aber ich kann jetzt nicht sagen, ey, hier diesen Bereich. Man kann Zonen zwar einsetzen, kann ich mal kurz zeigen, hier so diese Zonen, aber die beziehen sich im Moment nur darauf, dass man eine Art von Übersicht hat. Also, dass man sagen kann, aha, in diesem Bereich gibt es zwei Gäste. So, ist also nicht wirklich sinnvoll. So, also bis dahin erstmal... Mal gucken, ob das klappt. Da wird sicherlich noch ein bisschen Feintuning sein, aber siehst jetzt benutzt man schon. Aber man hat doch nicht so das Gefühl, die Leute sind gelangweilt. Ja, noch nicht, aber unsere Parkbewertung wird erst noch. Ich gehe mal direkt mal auf Geschwindigkeit 2. Ich baue noch mal eben ein, zwei Kleinigkeiten und dann werden wir uns der nächsten großen Sache widmen, weil Geld ist erstmal jetzt nicht so wichtig. Das haben wir nämlich unendlich. Unsere Parkbilanz wird wahrscheinlich nicht so schnell im positiven Bereich gehen. Aber ey, was soll's. Was im Moment auch noch nicht geht, was ich ein bisschen anstrengend finde, ist zum Beispiel, dass man Wege sperren kann. Also, dass sie nur von einer Seite quasi begehbar sind, weil jetzt laufen die Leute, Gäste natürlich dahin und denken sich, was soll denn der Scheiß? In Achterbahn. Ein großes Thema, ein Thema, über das viel in der Presse berichtet wird. Auch hier eine sehr, sehr interessante Sache. Hier in der Alpha haben wir direkt schon ein paar verschiedene. Das finde ich schon relativ ordentlich. Ja, da ist einiges dabei. Es ist im Moment übrigens alles durcheinander sortiert. Ne? Also wenn wir ich glaube Flat Rides heißt das, also da sind so die aufregenden. Also wenn du dich an Rollercoaster Tycoon erinnerst, da gibt es ja gemäßigte, aufregende, bla bla. Ist hier noch alles durcheinander. Die werden das sicherlich auch nochmal sortieren. Bei Achterbahn fällt sich das ähnlich. Also hier ist jetzt auch gerade hier so eine Wasserrutsche mit. Oh ja, die mag ich mit den Baumstämmen. Und dann noch ein Foto. Toll. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, zum einen selber bauen oder eben die Blueprints benutzen. Diese Blueprints kann man sich tatsächlich aus dem Internet auch ziehen, also ganz legal, einfach mal Parkitect und Blueprints googeln, dann kommt ihr direkt auf die Seite. Ist jetzt noch nicht so aussagekräftig. Ich würde damit bauen, aber mal eine Achterbahn gleich selber, oder? Weil alles andere... Wait, ich kann ja mal ganz kurz hier den Blueprint bauen, dass wir es einfach mal gesehen haben. So könnte man sich dann hier wählen, dann laden wir das Ding und dann sieht das halt aus, wie es aussieht. So, kann man die halt so setzen, beziehungsweise geht das auch mit der Leertaste, was ich mache. Jetzt haben wir ein Problem, weil da möchten wir sie nicht. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ja, geht. Es gibt im Moment noch keine Musik übrigens, wie ihr hört. Ist auch ziemlich ruhig, ich schlafe gleich ein. So, die Musik, die ihr hört, die habe ich aber bei Rollercoaster Tycoon 3 geklaut und hier eingespielt. Das heißt, so, Basti schläft ein, aber ihr habt ihr habt den Vorteil, dass ihr jetzt hier Sachen hört. Hast du Rollercoaster Tycoon viel gespielt? Viel kann man nicht sagen, aber gespielt. Viel und gerne. Also wenig, aber gerne. Also viel nicht, aber dafür. Ja, ich war nicht besonders gut. Das sage ich eigentlich bei jedem Spiel, aber es ist halt so. Was ist eigentlich dein exzellentes Spiel? Also Heroes of Might and Magic. Dann müssen wir. Ach stimmt, da warst du ja auch sehr begeistert, dass es jetzt den nächsten Teil gibt, ne? Ja. Da müssen wir uns dann auch mal unbedingt mit beschäftigen. So, Achterbahn bauen. Wie gesagt, keine Musik, es gibt halt so ein bisschen Geräusche. Aber die sind auch eher langweilig. Ah, hier jetzt schon der erste. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Urin oder Kotze ist. Oder eine Mischung aus beiden. Es könnte, es ist dann aber sicherlich der Entstehungsprozess davon ist nicht so interessant. Ja, die Patricia darf mal jetzt hier ein bisschen. So, und dann machen wir, was ich ganz witzig finde, wie da die Fußstäbchen so durch, also das ist ein bisschen eklig, aber es gibt's. Ja, wie gesagt, also vom Detailgrad, also zur Optik. Es sieht irgendwie aus, als wäre das von Nintendo.
So ein bisschen, ne? Aber wenn man sich vorstellt, und ich hatte hier schon einen Park, wo ein paar hundert Leute rumgelaufen sind, und die sind alle noch tatsächlich so detailliert. Die haben tatsächlich einen Gesichtsausdruck, je nachdem, wie sie sich fühlen und was sie das so ist denken. Schon mal schön. Und du siehst hier die verdammten Fritten in der Hand und hier steht ein Verkäufer drin. Also, da geht schon was, sag ich mal. Wie viel hast du denn da? Hast $15 gespendet dafür? Wofür? Für dieses Spiel. Ja, in der Pre-Alpha. Also da kommt ja, der ist ja nicht fertig. Nee, so, frag dran. $15 habe ich draufgeschmissen. Das heißt, es wird später um die 30 Euro kosten. Ich habe keine Ahnung, was sie da vorhaben, aber kann sein. So halte ich für nicht ganz ausgeschlossen. Wollen wir mal so einen Steel Coaster bauen? Steel Coaster! Da hätten wir tatsächlich auch zwei Blueprints, aber wir können ja mal eine einfach so bauen. Nee, wir versuchen es erstmal selber. Du, wir haben unendlich viel Geld. Das ist wie eine Investition, so musst du das sehen. Wir haben der Bank erzählt, da läuft's. Ah, und die sagen, gut, ja, dann machen wir den Geldhahn auf, was soll passieren. Ja. So, hier siehst du ja schon, da wird schon wieder ein bisschen kompliziert. Wird ein bisschen komplexer. Es ist auch nicht besonders übersichtlich, zumal man die Fenster auch wirklich gerade nicht größer ziehen kann. Ich habe auch ehrlich gesagt so eine noch gar nicht gebaut, so eine große. Wir fangen aber einfach mal mit dem Startbereich an. Ja. Dann müssen wir in die Steigung gehen. Und zwar in die harte Steigung, würde ich sagen. Ja. Und ich würde, weißt du, erstmal gleich. Das finde ich schon ganz cool gemacht. Superlative so. Sieht schon ganz gut aus. Und du kannst ja auch so den Abstand direkt noch regulieren. Oh, das ist aber richtig gruselig. Also, wenn du mal sagst, so, Freunde. Okay, jetzt wird es ein bisschen absurd. Aber lass doch so cool. Ich glaube, höher geht nicht. Okay, nee, höher geht nicht. Too high. Also, 1000 Meter hoch. Oh Gott. Oh, das war ein zu viel. Hier hoch geht, bis hier geht. Ja, so, machen wir erstmal bis hier. Ja, ist gut. So, dann die Abstände wieder ein bisschen kleiner. Was sind deine Traumachterbahn eigentlich? Dass das jetzt gleich runtergeht oder erstmal so einen leichten Tick macht? Wie bist du? Bist du eigentlich überhaupt ein Achterbahnfreund? Ja, ich mag Achterbahn. Also ich mag es gerne, wenn es genau noch so ein Schlänge gibt und dann runterrast. Ja. Und dann so eine Schleife oder sowas. Okay, also gehen wir mal erstmal, haben wir hier so einen sanften Abstieg. Ja, du musst ja erstmal noch genießen, dass du in der Höhe bist. Und richtig. Erstmal gucken. Sehr gut. Und du darfst eigentlich noch nicht genau sehen, wo du bist. Also du könntest noch eine Kurve einbauen. Ah, du meinst jetzt so eine weite Kurve? Dass du eher, ja genau, dass du das erst dann weißt, ja, da wird es gleich runtergehen. Könnte, ach nee, die gehen nur so hoch. Das sind, okay. Ich verstehe, also wie gesagt, ich habe so eine auch noch nicht gebaut. Was man aber machen kann, was ich schon gesehen habe, du kannst hier direkt so Korken bauen. Da ist es nicht verkehrt. Aber gleich zum Start finde ich das schon hart. Ja. Geh noch mal einen weiter. Und jetzt darfst du dich entscheiden. Was auch schön ist, sind eigentlich solche Helix-Dinger, ne? Ja, das meine ich. Da machen wir ja mal so zwei, drei, dass man erstmal so denkt, oh. Und dann geht's ab, ne? Dann geht's in der Regel ab. Okay, das ist schon richtig cool. Dann geht's ab, so. Und dann kannst du quasi so den Absturz machen. Das Schöne ist, du siehst halt, während du auch schon baust, wird das funktionieren. Weil das ist eine Sache, die hat mich in Rollercoaster Tycoon oft fertig gemacht. Stimmt, du baust unendlich und dann... Baust und baust und baust und das hat ja auch Geld und Zeit gekostet und dann hast du es erstmal getestet und die Bahn ist genau da stehen geblieben. Und das finde ich schon ganz, ist eine nette Idee, weil da merkst du gleich, aha. Und was auch eine schöne Sache ist, du kannst hier quasi die Kräfte, die wirken, auch dir gleich anzeigen lassen. Also hier siehst du ja klar, wenn es dann hier um die Ecken geht, das ist schon nicht verkehrt und hier unten... War auch ein G. Da wirkt auch ein G. Ja, und gut, da auch ein G. Airtime quasi Geschwindigkeit. Also das sind so lauter Sachen, die man sich direkt anzeigen lassen kann. Finde ich cool, ist der richtige Ansatz, da ein bisschen was Neues zu versuchen und das ein bisschen übersichtlicher zu machen. Ja. So, wow, und jetzt ein Looping. Alter, werden wir alle kotzen, wa? Na, ich weiß nicht. So. Ach, du kannst auch über Kopf bauen. Yeah. Oh, weißt du was? Und jetzt so? Oh ja, dann dreht sich's wieder rum, das ist gut. So und so. Und dann mal hier so einen großen. Und jetzt direkt wieder runter, wa? Mhm. Das klappt nie. Und dann über dieses Wasserloch fahren und dann reicht es. Nee, da gehen wir durch. Oh ja. So. Na, und dann, oh Gott, wird das furchtbar. Machen wir mal hier sowas. Oh, jetzt gleich kommt die Bahn runtergerast. Wir haben gar kein Looping bisher. Wir brauchen eigentlich noch ein Looping. Ja, aber das ist so, na doch, wir haben so. Looping. Das steht auf Oberkopf gleich. Oh Gott. Oh Gott, da werden die Leute richtig schön kotzen. Aber ich habe noch nie die Leute kotzen sehen. Von daher finde ich das sehr gut. So. Dann machen wir mal sowas. Und dann gehen wir mal so. Also, man kann hier schon was machen. Mhm. So, und dann geht es hier einmal so durch. Ja. Yeah. Ist aber trotzdem natürlich noch frickelig. Ne? Muss man auch sagen. Ja, aber das sieht ganz, also so wie du es baust, sieht es leicht aus. Ja, wenn ich wüsste, was ich hier gerade mache,
Gehen wir jetzt nach oben, ja, wa? Ja, wir müssen ja wieder rauskommen irgendwann. Sind wir schon raus? Nee. Kommen wir hier raus? Es sieht nicht so aus, als hey, jetzt, jetzt fahren sie im Kreis einfach unten. Es sah gerade nicht so aus, als würden sie wirklich nach oben gehen. Ah, okay, dann machen wir sowas. Yep. Sowas. Dann gehen wir jetzt nochmal so in die Richtung. So, und dann würde ich sagen, können wir mal langsam anfangen. Zum Ende. Langsam zum Ende kommen. Du siehst übrigens, im Park ist schon ganz gut was los. Wir haben 44 Leute da. Mhm. Und mit dieser Achterbahn werden wir wahrscheinlich ein, zwei Kotzgeschichten erfinden. So. Oh Gott, die wird richtig gut abgehen. Oh, du hast richtig, da brechen doch die Genicke, wenn man macht das so nichts. Sagt. So, warte mal, können wir jetzt eigentlich hier noch ein, so und, ach so, bauen wir quasi ein Looping. Nee, bauen wir nicht. Aha. Ah ja, wir müssen hier ein Looping auswählen, könnte sein, dass es das ist. So. Ah, noch ein Looping. Ja, noch ein? Nee, aber dann Nein. Ich meine, noch ein Looping. Wir haben ja schon einen. Also ja. So einen halben. Naja, so ein, ja, stimmt schon. So, jetzt können wir ja quasi direkt eine Bremse mal bauen. So. Was? Bremsen? Ja, Bremsen sind eigentlich für Anfänger. Musst du mit dem Looping eine Bremse bauen, das ist auch ganz nett. Oh, ja. Das klingt irgendwie falsch, aber wer weiß. So eine Sache, die... Wir müssen ja noch ein Stück runterkommen. Also, man könnte jetzt meinen, das ist irgendwie nicht so übersichtlich, aber wer einmal versucht hat, einen Rollercoaster-Tycoon wirklich eine anspruchsvolle Achterbahn zu bauen, der weiß, dass das einfach eine knifflige Angelegenheit ist. Und dafür finde ich das schon nicht schlecht. Lassen wir die einmal durchrauschen. Wo ich das früher auch mal gerne gemacht habe, die Leute einfach so reinlaufen lassen haben. Eine Sache, die ich ziemlich cool finde. Dass er gleich die Bänke wegnimmt. Dass er erstmal die Bank wegnimmt, aber auch sehr schön, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, nee, du sollst nicht hier anschließen, sondern ich möchte dich gerne hier anschließen. Bei Rollercoaster Tycoon war dann das Problem, wenn du hier einen Weg hingesetzt hast, wäre der Eingang trotzdem noch hier und hast dann als den Weg gehabt. Der hat die nicht automatisch verbunden. Hier machst du es so, zack. Ja. Also da haben sie sich Gedanken gemacht, die guten Freunde. So, Testing. Können wir schon mal gucken. Medium. Oh, so gut. Ist eine gute Achterbahn. Es gibt übrigens auch schon eine Mod, mit der man dann selber mitfahren kann. Die habe ich jetzt leider nicht installiert, weil da muss man noch ein bisschen mehr machen. Ach ja, die dritte Alpha, man kann schon modden. Die dritte, ja sicher. Das ist, aber die haben es von vornherein gleich so offen gehalten. So, und ich finde, für so eine Achterbahn kann man schon mal 2 Dollar nehmen wir einfach mal. So. Die Enterprise kostet 3 Dollar und hier nimmst du nur 2? Du hast eigentlich recht. Kostet die 3 Dollar? Ich habe die doch nicht auf 3 Dollar gesetzt. Ja, du musst erstmal das Fenster schließen. Ach Mann, du hast recht, Basti. Ja, auch das eine Sache. Feedback, stimmt, die kostet wirklich 3 Dollar. Und die Leute gehen rein und finden das gut. Was awesome. Also da sind sie sehr begeistert. Du hast recht. Okay, also gut, hast recht. Hier nehmen wir jetzt einfach mal 4. 4. Ah, ist Sparangebot. So, Sparangebot heute. So, dann, oh, das sieht aber gut aus. Zack. Aus dem Looping raus. Schön in die... Also das funktioniert und das finde ich auch tatsächlich ganz cool. Los, öffne die, ich möchte sie wieder. Sie ist offen. Und, jetzt müssen wir mal gucken. Aber da gehen die Leute natürlich noch nicht so vorbei. Sollen wir mal betrachten. Ich finde aber, also so vom Grundprinzip mag ich den Detailgrad und auch den Stil. Er ist jetzt nicht der super detaillierteste im Moment, aber er funktioniert. Plus, was auch eine wirklich schöne Sache ist, die Details, die man so setzen kann, die sind schon mitunter ganz nett. Was wirklich eine schöne Idee ist, klar, wir können die Bäume auch übrigens unterschiedlich färben, was auch ganz cool ist, so ein bisschen geben, Pissbaum. Und da habe ich ein bisschen mich gefreut, du kannst auch tatsächlich die Blumenfarbe komplett frei wählen. Und wenn das keine Revolution ist, dann einfach sagst du hier grüne, lila. Komplementärblumen arbeiten. Und gelb, wenn das nicht also eine Wundertüte der Unterhaltung ist. Genau, und eine Sache, die ich auch sehr cool fand von der Benutzbedienbarkeit, wir können halt so Steine setzen und die kannst du unterschiedlich groß machen. Du kannst dann wirklich sagen, Alter, hier muss einfach mal so ein Rock hin. So, und dann kannst du den noch schön, weißt du? Ja. So, und das finde ich ist schon eine nette kleine Idee. So, einfach mal so gesagt. So, was wir uns aber angucken werden, ist, was die Leute hier von unserer Achterbahn halten. Schon 14 Dollar ausgegeben. Und ich gehe mal auf Geschwindigkeit 3 einfach mal. Achso, was wir jetzt nicht gemacht haben, wäre so ein Zug. Eigentlich auch nicht so schlau. Aber jetzt lassen wir die Leute da mal mitfahren. Weil wir natürlich noch mehr Züge einstellen können. Da geht aber auch wieder diese alte Regel, du kannst nicht während das Ding in Betrieb ist sagen, mehr Züge geht halt nicht. So, aber vom Kern. Ja, verstehe. Achterbahnbau funktioniert sehr komfortabel. Sieht jetzt halt so aus, wie es aussieht, aber sind wir auch selber ein bisschen dran schuld. Ich weiß nicht, ob es realistischer ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall was. So, und jetzt mal in Echtzeit. Ah, da habe ich schon Bock mitzufahren. Bis hierhin wahrscheinlich. Das ist schon gut. Boah,
Oh, Alter. Zack, und dann rein, das ist und schon. Und da wieder raus. Oh. Und dann bist du einmal rausgeschleudert und schaffst gerade noch so den Looping. Und das war's. Aber Looping ist eigentlich auch eine Bremse. Das hast du gut gemacht. Ja, war Absicht natürlich. Also denke ich. Ja. So, und jetzt wird schon gemeckert, dass hier, dass der Park dreckig ist. Boah, ey, es sieht für mich eher nach Urinpfützen aus. Liebe Entwickler, wenn ihr da nochmal ran wollt. Vielleicht kannst du da auch irgendwann die Farbe selber einstellen. Das hängt, glaube ich, davon ab, was du den Leuten zu essen gibst. Also, wäre natürlich lustig, wenn die Kotze immer zusammengestellt wird aus den originalen Dingern. Also, wenn jetzt einer hier Mini-Donut und zwei Burger gegessen hat, ist die Farbgebung der Kotze natürlich eine andere. Wäre jetzt nur ein Vorschlag, wie man dieses Detail... Ja, man kann es komplizierter machen auf jeden Fall. Sollte man mal machen. Ja, wir können noch mal in einen anderen Park reingucken, ja, der so ein bisschen die Größe darstellt. Im Kern haben wir jetzt aber eigentlich schon alles fantastisch gesehen. Fantastisch aus, wenn man... Du klingst so ein bisschen skeptisch. Ja, aber es ist halt eine Alpha, deswegen kann ich gar nicht so skeptisch sein. Okay. Aber also so, magst du den Grundansatz? Mag ich sehr. Ich habe halt die ganze Zeit so ein Wii-Gefühl. Also so, weil das ein Nintendo Wii-Gefühl. Ja. Und das weiß ich. Oha, und es ruckelt auch schon, wie man merkt. Und das, also wir haben jetzt hier alles auf Optimum gestellt, ja, aber der Rechner muss das packen, beziehungsweise sollte er packen. Dass er jetzt so ruckelt, ist, glaube ich, also klar, Pre-Alpha-Performance-Probleme. Ich hatte aber tatsächlich zu Hause auch relativ schnell Probleme. Ich habe einen Park gehabt, da waren 400 Leute drin. Der Wuselfaktor war enorm, weil ja jeder wirklich einzeln animiert ist und auch speziell aussieht, weil du kannst ja auch angucken, was haben die so dabei. Er hat eine Sonnenbrille auf, der hat eine Sonnenbrille auf und er hat einen Softdrink, okay, Und das ist schon gut. Und hier, wie gesagt, man kann hier offensichtlich auch echt ordentlich was bauen. Ja, ja. So, wenn du da Bock drauf hast und Zeit verballern willst. Ja. Müssen wir mal gerade gucken, was da so an Bediensteten hat. Ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die wissen noch nicht genau, was sie wirklich wollen. So optisch gesehen. Das Spielprinzip ist klar, das haben sie sich zusammengeklaut aus dem... Ja, ist es wirklich, Spiel. Ja, klar. Es ist einfach, in Anführungszeichen, ein Parksimulator, ein Freizeitparksimulator. Das ist ja doch nicht so wie City Skylines, aber... Nee, mit all seinen Schwächen und Stärken, weil das sind auch so Sachen, wenn du Wege aneinander legst, weil offensichtlich checken die nicht so richtig. Laufen durcheinander und checken nicht, dass es hier nirgendwo hingeht. Also das sind so ganz, ganz viele Sachen, die auch vom Stil, da geht, glaube ich, noch mehr. Das sind halt, ist halt noch keine Holztextur drauf, sondern es ist einfach erstmal nur braun. Das ist schon süß, wie die Arme hochhalten. Ja, das ist ja, wenn er Spaß hat und er hat einen Cowboy-Hut auf und wer ist denn das hier? Also wenn das ein Cowboy-Hut ist. Ach so, ist das kein Cowboy-Hut? Also wenn Piraten Cowboys werden. Ach, Entschuldigung, da habe ich gerade zwei Sachen durcheinander gemixt. Ja, ist okay. Genau, also das ist, also ich glaube, das ist auch im Kern alles, was man zum Parkitekt schon sagen soll. Den Namen finde ich auch noch ein bisschen sperrig. Parkitekt ist schwierig, ne? Ich habe es mir jetzt mittlerweile gemerkt, weil ich rausgehört habe, dass das eine Mischung aus Park und Architekt ist. Danke. Danke, Max. Bitteschön. Ja, also wie gesagt, der Wuselfaktor ist da, die Komponenten sind da, sie müssen es jetzt noch wirklich so zusammenbringen, dass es funktioniert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob dieses Grundsystem mit, ich habe Leute, die müssen die Dinge dahin bringen, wirklich funktioniert oder ob das scheitert, weil es einfach irgendwann zu unübersichtlich wird. Gibt es eben noch eine Menge Sachen, die mir auch noch fehlen. Wie gesagt, ein, zwei habe ich jetzt genannt, dass man die Wege einleiten sollte, beziehungsweise auch begrenzen sollte, dass man Zonen einteilen kann für die Bediensteten, dass man auch sagen kann, okay, du bringst bitte nur Fleisch und vielleicht können die dann noch mal ein paar mehr als nur einen Schablettenkäse irgendwie mitnehmen. So, solche Sachen sind es halt im Moment, die ich mich frage, aber ich habe das Gefühl, und das nehme ich so aus dem Blog, den die führen, und der ist sehr, sehr öffentlich, also da reden die wirklich über viele Sachen und über Dinge, die sie machen und die sie nicht machen und warum sie nicht machen und wenn neue Musik rauskommt und neue Grafiken, da gibt es alles zu sehen. Okay. Also das ist schon eine coole Sache und ich bin da optimistisch, dass das kommt. Ich kann im Moment noch nicht so richtig sagen, wann das Spiel dann final fertig sein soll. Hätte mich jetzt interessiert. Ich rechne mal mit irgendwas Mitte 2016 oder so. Ich habe da leider bei Kickstarter nicht geguckt, wie der aktuelle Status ist. Werde ich auch verlinken und vielleicht nochmal in die Beschreibung packen, aber ansonsten, wenn euch das interessiert, besucht die Homepage von den Jungs, Parkitekt ist es, glaube ich, .com, ergibt irgendwie einen gewissen Sinn und bis hierhin, würde ich sagen. Also vielen Dank, Matze, in diesen wunderschönen Einblick. Ja, es freut mich immer wieder, dir Einblicke zu geben in Dinge wie mich und mein Seelenleben. Ja, gut. Danke, Mats. Peinlich wird. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.